Aufgabe 1.0. Das radioaktive Cäsium-137 wird in der Medizin eingesetzt. Es zerfällt in das stabile Barium-137. Für eine Anfangsmasse von 40 Gramm Cäsium-137 lässt sich die nach x Jahren noch nicht zerfallene Masse y Gramm durch die Funktion f mit der Gleichung y ist gleich 40 mal 0,9772 hoch x mit Grundmenge gleich a plus 0 Kreuz a plus 0 darstellen. Aufgabe 1.1. Ergänzen Sie die Wertetabelle auf Ganze gerundet. Zeichnen Sie sodann den Graphen zu f in das Koordinatensystem. Die Wertetabelle lässt sich am leichtesten mit Hilfe des Taschenrechners ausfüllen. Dazu gehen wir auf die Funktion y ist gleich. Geben bei y ein 1 die Funktionsgleichung der Exponentialfunktion ein. 40 mal 0,9772 hoch x. Gehen auf Second Table, um die Tabelle von Author auf User umzustellen. Drücken noch einmal auf Table und können jetzt die beliebigen Werte eingeben, mit denen unser Taschenrechner die dazugehörige Funktionswerte berechnet. Für 0, 10, 20, 30, 40, 50 und 60. 0, 10, 20, 30, 40 und mal bis 50. Wichtig an dieser Stelle zu beachten ist, man soll auf ganze runden. Das heißt, für 0 erhalten wir einen Funktionswert von 40. Für 10 sind es 32, für 20 25, für 30 20, 40 und 16, 50 und 13, 60 und 10. Diese Zahlenpaare lassen sich jetzt in das Koordinatensystem eintragen. Also 0, 40, 10 ist es auf 32, 20 auf 25, 30 auf 20, 40, 16, 50, 13 und 60, 10. Das ergibt dann zwar eine schöne Kurve. Die wir möglichst geschwungen einzeichnen.